Ich bin gespannt. Sind auf jeden Fall noch hochkarätige Namen im Topf. Wir haben alle in einen Topf gepackt heute. So, Tierster, wenn du mir jetzt auch noch verrätst. Oh, wow, wow. Berlin, macht mal Lärm! Drittes Vorrundenmatch! 99 gegen Mighty P! So, Jungs, kommt nach vorne. Mikes, Tierster, die Mikes. Check, 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 Berlin, kann mich jeder hören? Check du auch mal. Berlin, 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 wir wollen ihn alle gar nicht hören. Oh. So, 99. Kopf oder Zahl? Kopf, Bruder. Kopf. Wie sieht dann so? Mighty P soll anfangen. Pete, bist du bereit? Berlin, seid ihr bereit für das nächste Match? Dann will ich alle Hände oben sehen. Auch da hinten, die hier vorne sehe ich sowieso. Auch da hinten alle Hände hoch. DJ Pete, let's go! Yo, yo, Berlin, mehr Hände, alle Hände. Okay, okay, mehr Hände. Okay, okay, ich leg los und ich fang an und ich sag, ich will mehr Hände. Das ist wie Fisten bei deiner Mama, mehr Hände. Ja, sie stehen auf diesem primitiven Scheiß. Guck mal, der Praktikant von der BSR ist auch dabei. Ey, ich fick deine Mama in Arsch, denn ich bin romantisch am Valentinstag. Para am Start, Kindergeld ist da. Ich komm vorbei und ficke deine 17 Geschwister. Fick die Geschwister, fick meine Schwestern. Guck auf den Kalender, Valentinstag war gestern. Guck, was soll ich denn noch sagen? Das ist Berlin, Alter, und bist du ein zugezogener Schwabe. Ey, was spuckt der Spaß hier große Töne? 17 Geschwister, alles Hurensöhne. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Digga, deine Family haram. Meine Family haram, aber guck mal, du kannst den Spaß sehen. 17 Geschwister, hallo, Nummer 18. Du hast recht, sind alles Hurensöhne. Und ich bin der Chef, deshalb spuck ich große Töne. Ey, Digga, ich fick dich in der Booth. Was für 18 darf, du bist der missglückte Scheißversuch. Du bist adoptiert, der Schande der Familie. Das schwarze Schaf, ich komm vorbei und fick dich nach Sibirien. Fick mich nach Sibirien, du kleiner Tiger. Mach heute mal dein Battle, aber dann mach's auch nie wieder. Und die Leute wollen wissen, was ich freestyle-technisch drauf hab. Der King ist Rap am Start und Savage ist heute auch da. Ey, ich komm und fick den MC. Lieber auch wieder, du bist innovativ. Die Vergangenheit holt dich ein, ich komme kurz vorbei und ficke deine Kachbar einfach. Ja, yeah. Kick in die Kachbar rein, ja, ich geb dir recht, ich bin innovativ und genau deshalb mach ich Freestyle-Rap. Das ist doch logisch, Mann, du kleines Schwein, und ich steck dir in dein Penis 99 Dinger rein. Deine Ma ist ne haarige Kachbar, the roof is on fire, Alau Astra. Ey, ich jag's Gebäude in die Luft. Ficke jetzt vorbei, und die Joints werden gebufft. Ja, du bringst hier Moslem-Lines, aber guck, das hat enttäuscht. Das ist Deutschrap, Hip-Hop. Die Leute hier sind deutsch, die verstehen nicht, was du sagst. Und ja, ich geb dir recht, ich hatte auch mal was zu melden hier, aber da ging's doch um Rap. Ey, ich fick deine behinderte Crew und zieh dich ab, wie du deine Sticker-Tattoos. Die hast du in der Milchschnitte-Packung. Ich komm kurz vorbei und gebe deiner Milch eine Packung. Gibst der Milchpackung, Milchschnitten-Packung. Guck mal, du machst hier einen Milchfleck in deiner Packung. Und jetzt sag's ehrlich, Alter, guck, ich mach dich gerade klar. Du bist 18 Jahre, doch siehst aus wie mein Großvater. Ey, du bist richtig behindert, verdammt. Das ist Double Cheese gegen Laktose intolerant. Und so siehst du auch aus, du bist wack und ich hab es im Freestylen drauf. Ja, du hast es im Freestyle drauf, komm mal ran, kurzer Laktoseintolerant. Ich ess Milch und ich furz dann. Ist ganz easy, Alter, so mach ich das hier. Und trotzdem ist dieser Freestyle-Ring noch mein Revier. Ich komm vorbei und mach das Tor so wie Ibrahimovic. Du furzt hier rum, deshalb hast du auch noch nie gefickt. Außer Familienverwandte, ich komm vorbei und fick deine niedliche Schlampe. Ja, ich hab's letztes Mal schon geklärt, diese Grenze. Ja, ich fick keine Mütter und ich rapp nicht über Schwänze. Ganz ehrlich, du redest übers Mutterficken-Opfer, aber ich fick nicht mal die Mutter meiner Tochter. Ey, ich fick jetzt den Kopf. Ey, ich komm vorbei und fick dich in Bauchnabel. Du fickst deine Frau nicht, du musst auf der Couch schlafen. Schlecht gelaufen, ich komm kurz vorbei und krieg bei Wack MC schlechte Laune. Ja, drittes Battle und jeder dieser Rapper hier fickt Mutter. Ja, ich schlaf auf der Couch, du schläfst drunter. Denn du siehst aus wie ein kleiner Mies und die Couch, unter der du schläfst, ich wette, die gehört Big Chief. Ey, gegen mich findest du keine Angriffsfläche, ich fick deine Frau und du Spaß musst dich im Schrank verstecken. Das sind Prioritäten, ich komm vorbei und du kleiner Bastard bist benebelt. Vorbei, Jungs, gebt euch Respekt und Berlin, macht mal Lärm für das dritte Vorrundenmatch. Ihr habt das wieder in der Hand.
Jeder von euch entscheidet sich bitte für einen MC. Denkt daran, es geht um den Einzug ins Halbfinale. Angefangen in diesem Battle hat Mighty P auf meiner linken Seite hier. Wenn ihr dafür seid, dass er ins Halbfinale gehört, dann jetzt Lärm und Hände, Berlin! Oh, wow, wow. Wenn ihr dafür seid, dass 99 sich durchgesetzt hat in diesem Vorrundenmatch, dann jetzt bitte Lärm und Hände für 99, Berlin! Nochmal Applaus für das gesamte Battle, bitte, Jungs, gebt euch Respekt. Herzlich willkommen im Halbfinale. Ja, nun hier das nächste Match der heutigen Vorrunde, Mighty P gegen 99. Mighty P, immer Bock zu freestylen, immer Bock Action. Ach komm, du. Gut, manchmal mussten wir dich auch schon drängen, aber ich glaube, wenn es um 500 Euro geht, dann sagt man auch nicht nein. Das wusste keiner, dass es um 500 Euro geht. Es ging ja nur um den Friseurgutschein. 99 gegen Mighty P, seid ihr schon mal aufeinander getroffen? Zweite Mal heute? Nein, mehrfach. Wir haben beim Ist doch nur Rap in Schöneberg, da in diesem Red Ballroom im Halbfinale, glaube ich, gebattelt. Bei One on One auf dem Out for Fame haben wir mal gegeneinander gebattelt, aber war noch mehr? Ja, für diesen Film, wo die Szene nie drin war, sind wir... Wir haben auch in diesem Kinofilm gebattelt. 20 Mal hintereinander gefühlt. Wo alle viel gefrontet werden und unser Battle wurde zum Glück rausgeschnitten. Deshalb sind wir voll gut weggekommen bei der Sache. Ja, ich habe 20 Battles gegen Mighty P. Ich weiß gar nicht, ob das schon jemand geschafft hat. Okay, darüber reden wir nachher nochmal im Einzelnen, wenn die Kameras aus sind. Das würde ich echt mal gerne wissen, vor allen Dingen welcher Kinofilm. Mighty P, er stand als Teilnehmer heute fest. Bei dir war es auch so, ne? Du standst fest, so, also es war so bei euch beiden so halb... Okay, warte nochmal. Ihr standet beide heute nicht so 100% als Teilnehmer fest. Es war so halb spontan, dann konnten wir euch doch überreden. Dann hat Mighty P das Ding geholt. War die Motivation vielleicht nicht zu 100% da und du hast gesagt, okay, ich mache jetzt mal mit, oder war Mighty einfach zu stark? Also wir wurden nicht überredet, wir wurden genötigt. Ich für meinen Teil, das möchte ich differenzieren. Ich habe halt gesagt, klar, mache ich, aber ich habe mich nicht vom Saufen abhalten lassen, aber darauf will ich es jetzt auch nicht schieben. Ich war da und ich habe ein bisschen gerappt. Yo, yo. Yo, yo. Okay, also ich muss dazu sagen, ich wurde auch so halb, es hieß so, wenn du pünktlich da bist, dann kannst du mitmachen, weil, aber ich wusste, es dauert eher mal länger als die Zeit, die mir genannt wurde. Bei mir ist das Problem, also wenn 90 im Teilnehmerfeld ist, dann habe ich immer nur Schiss vor ihm. Weil habe ich ihm auch schon oft gesagt, dass ich seine Battles, seine Art zu schreiben, die Art, wie er Wörter benutzt, sehr gut finde. Und bei mir ist es so, ich mache immer viel zu viel, denk um eine Ecke zu viel und Lamin stand die ganze Zeit hinter mir und meinte, Dicker, einfach, denk nicht nach, die Crowd stumpf, einfach Punchlines. Dann habe ich auch direkt mit einer Mutterline, was ich sonst nie mache, direkt mit Mutterlines angefangen und die sind sofort ausgeflippt. Und dann dachte ich mir so, es scheint zu funktionieren. So, ich habe mich dabei nicht so wohl gefühlt, so, weil wir halt auch schon, er hat mir dann auch eine Line so per Flanke gegeben und ich musste nur Volley nehmen, so bei dieser Tochterline, so. Weil ich dieses Mutterfick, ich fick, ja, es ist ja so, weißt du, die Leute, die mich kennen, die wissen, ich bin getrennt von der Mutter meiner Tochter, so, ich fick nicht mal die Mutter, so, warum soll ich dann im Battle mit Mitte 30 so mich auf die Bühne stellen und mit 20-Jährigen um die Wette Mütter ficken, so, weißt du, ich find's eigentlich affig, so, ich hab's halt heute gemacht, weil Lamin meinte so, komm, mach, du wirst sehen, hab ich gemacht, hat funktioniert und jetzt habe ich mal wieder gewonnen, aber ich werd's trotzdem nicht weitermachen, deswegen. Lamin. Aha, die Crowd ist also stumpf. Das klären wir nochmal.